Okay, so, ich bin Erwin Held und heute, oh, ja. Ich bin Elder Owen. Und heute, wir haben einen geistigen Gedanken mitgebracht und wir möchten einfach eine Geschichte lesen und darüber sprechen. Die Geschichte findet sich in 1. Nephi, Kapitel 17, Vers 8. Und es steht, dass, und es begab sich, der Herr sprach zu mir, nämlich, du sollst ein Schiff bauen auf die Weise, die ich dir zeigen werde, damit ich dein Volk über dieses Wasser, diese Wasser führen kann. So, es gibt doch vieles Wasser auf der Erde. Aber das kleinste Schiff, wenn es richtig gebaut ist, kann auf dem Wasser bleiben und gehen. Das ist genau wie unser Glaube. Wir müssen, so es gibt viele Versuchungen in dieser Welt, aber wenn unser Schiff, so unser Zeugnis, wirklich unrichtig gebaut ist, dann können wir diese verschiedenen Versuchungen überwinden. Und wir müssen immer auf die Weise des Herrn bauen. Es gibt viele Sachen, die der Herr uns gegeben hat, um ein richtiges Schiff zu bauen. Und zwar so, die erste. Es ist Jesus Christus annehmen. Und es bedeutet, dass wir wirklich Jesus Christus annehmen und ihm folgen. Und die nächste, es ist der Glaube. Wir müssen ein festes Glauben an Jesus Christus haben. Dann, wir haben auch Sachen wie das Gebet. Und wir haben dem Propheten folgen. Dann gibt's auch andere Sachen, wie zum Beispiel in den Schriften lesen. Dann auch zur Kirche gehen und das Abendmahl nehmen. Und es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel so die nächste was Liebe hat Christus uns gelehrt. Die Nächstenliebe. Und irgendwas anderes? Oder irgendetwas anderes? Die Gebote? Gebote. Die Hoffnung. Die Hoffnung, ja. So viele verschiedene Sachen. Und dann? Wir fangen an, um unser Schiff zu bauen auf diese Weise. Und es dauert ein bisschen Zeit, natürlich, wie alles. Aber wir können sehen, dass wenn wir diese Sachen tun und immer fest daran halten, haben wir den Anfang eines Schiffs.
diesen Fass da. Und dann, wenn wir alle diese Sachen tun, dann haben wir... Wow! Ein richtiges Schiff. Und wir können sehen, so wir haben diese verschiedenen Sachen. Und warum steht es genau außen und was bedeutet das alles? So, an außen wir haben zur Kirche gehen und das Abendmahl und auch in die Schriften lesen. Wegen diese Dinge, dass jedermann, so jede Person können sehen, dass wir machen diese Dinge. Mhm. Und an die Innenseite, es gibt das Gebet und den Propheten folgen. Diese Weise oder Dinge, wir machen nur für uns und Gott kann diese Dinge sehen. Und auch, was ist Mittelpunkt? Es ist immer Jesus Christus und der Glaube an Jesus Christus. Diese Dinge, sie helfen uns und ja, einfach, wir können ohne diese Dinge nicht weitergehen. Und es ist ein Schiff und es soll auf das Wasser gehen. Oh, und innen, es gibt die andere Sache, wie nächste Liebe und alles. Und diese Dinge, sie sind in uns. Nicht jede Person kann diese Dinge sehen, aber sie sind immer noch da. Und es geht auf dem Wasser. Okay. Und wir lassen das im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.